Hallihallo, heute ein kleiner Tipp. Wahrscheinlich kennt ihr es schon, aber ein Arbeitskollege von mir kannte es noch nicht, deshalb mal der Hinweis. Das hat er mich gewundert, warum kennt er das nicht? Google, ja. Bildersuche kann man nicht nur Bilder suchen über einen Suchbegriff, sondern man kann auch vorhandene Bilder, die man schon hat, darauf fallen lassen, um ein ähnliches Foto zu suchen. Beispiel: Ich war mal im Urlaub, ja. Kommt ja mal vor. Da habe ich so ein Bild gemacht. Und wo war das jetzt? Ja. Vielleicht fällt es mir gar nicht mehr ein. Ah, mit dem Bus rumgekarrt worden. Keine Ahnung, wo das war. Ja. Jetzt kann man einfach dieses Bild hier ablegen. Ja, Datei wird hochgeladen. Und dann kann man nach optisch ähnlichen Bildern suchen lassen. Das Hochladen dauert einen Moment je nach Auflösung. Um auszuschließen, dass gegebenenfalls GPS-Daten im Bild sind, habe ich mit GIMP das Bild einfach nochmal nachbearbeitet, dass da keine GPS-Daten drin sind. Und wir sehen da die optisch ähnliche Bilder. Hier ist es wahrscheinlich, dass in den Turi-Hochburgen irgendjemand auch dieses Haus fotografiert hat. Ne? Man muss also was suchen. Ja, das war in St. Anna, ne, auf der Insel Madeira. Gut, man muss also was suchen, wo hochwahrscheinlich jemand auch anderes fotografiert hat. Ne, wo was Auffälliges drauf ist. Als negativen Vergleich das zweite Bild. Ja, eigentlich selbe Insel. Ja, selbe Insel. Und ihr seht hier ein auffälliges Straßenrand. Abschnitt und Markierung, dass die Busse da nicht runterfallen. Das gibt es eigentlich, so habe ich es jedenfalls noch nie gesehen, nur dort. Auch mal ausprobiert habe ich, nur diesen Bereich auszuschneiden, um mal rauszufinden, findet er das jetzt? Findet er aber dann durchaus nicht. Man muss also Bilder suchen mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes das vielleicht in ähnlicher Weise schon mal fotografiert hat. Ich sage mal beispielsweise Kölner Dom oder so. Gut. Wir probieren das jetzt nochmal mit dem zweiten Bild. Natürlich können solche Details auch in anderen Bildern schon enthalten sein. Angenommen, ihr habt Kinder, die Kinder sagen, wir sind auf Klassenfahrt in Holland. Ja, und dann ist im Hintergrund irgendwas zu sehen, eine Straße oder was Auffälliges, ein Atomkraftwerk. Und ihr wisst gar nicht, ist das Kind wirklich in Holland? Ja. Sitzt das ordnungsgemäß im Café, ja, raucht sich ein oder ist er vielleicht in Afrika? Oder in Köln, ne, da könnte man natürlich aus dem Hintergrund was herausschneiden, zum Beispiel mit GIMP und danach suchen lassen, ne, nach Gebäuden im Hintergrund, Straßen in der Nähe, wo man der Meinung ist, das könnte wahrscheinlich da sein. Ja, hier hat die Bildersuche nämlich versagt, hier sind ja, Sachen aus Afrika, weiß der Teufel was. Also es muss was sein, was auch wieder zu finden ist, was höchstwahrscheinlich gefunden wird, weil andere das schon fotografiert haben. Ich hoffe, ihr habt kaufen zusammen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.